Hallo, mein Name ist David Buchanan. Ich bin zuständig für den Bereich der Vision-Systeme bei der Firma Vision & Control. In diesem Video will ich mal erläutern, wie ich ein VCWIN ohne physisches Vision-System bedienen kann. Dazu muss ich einen Simulator anlegen. Wenn wir das VCWIN geöffnet haben, werden wir feststellen, dass wir eben, um die meisten Funktionen hier zu benutzen, verbunden sein müssen. Um das Ganze einzurichten, können wir hier entweder über den Punkt Schnittstelle so den Kommunikationsparameter-Dialog öffnen oder eben hier links klicken neben die Geräteauswahl, die wir gerade erreichen können. So, in dem Dialog Kommunikationsparameter muss ich, um einen Simulator einzurichten, hier unten einen Simulator anwählen und kann dann hier im hinteren Reiter meinen Simulator konfigurieren. Es ist jetzt so, dass wir zunächst einmal festlegen müssen, was für eine IO-Hardware wir benötigen. Das heißt, wenn wir von einem Vicosys reden, können wir ja entscheiden, ob es ein Vicosys ist mit der Onboard-IO, das heißt DIO 8. Das heißt, vier Eingänge, vier Ausgänge. Oder eben mit einer zusätzlichen Schnittstellenkarte. Das wäre dann die DIO 16-Variante. Ich wähle hier mal die einfache Variante DIO 8 und kann dann hier mir meinen Simulator definieren. Ich wähle das mal hier als Test-Sim. Also den Namen Test-Sim verwende ich jetzt, um den Simulator dann später zu identifizieren. Und hier unten kann ich definieren, wie viele Kameras er haben soll und von welcher Art. Ich kann hier natürlich hergehen und einfach sagen, das hat jetzt die Auflösung 1920 mal 1080 in einer Schwarz-Weiß-Kamera und hier unten noch ein Bild auswählen, um es dann einzufügen. Oder ich kann hier oben hergehen und sagen, ich kenne mein Kameramodell ganz genau und füge hier aus der Liste der bekannten Kameras, zumindest vor ein paar Monaten bekannten Kameras, das einfach hinzu. Somit habe ich hier quasi einen Simulator zum Beispiel generiert, der jetzt drei Kameras unterstützt. Also die erste Kamera ist die, die ich selbst definiert habe und die zwei weiteren sind jetzt in diesem Beispiel AVT Stingrays. Wenn ich das getan habe, kann ich hier den Dialog schließen und den Simulator hier unten in meine Liste hinzufügen, der verfügbaren Simulatoren. Und wenn ich diesen Dialog schließe mit OK, dann wird mir dieser Simulator TestSim auch in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Wenn ich den hier drin auswähle, kann ich mich auch mit ihm einfach verbinden und dann mit ihm arbeiten, als wäre ich mit einem ganz normalen System verbunden. Natürlich kann ich nicht auf den Simulator ein Programm übertragen und ausführen, sondern nur mit ihm interaktiv arbeiten. Aber das ist ja klar. Ja, so viel war es schon zu meinem Video hier, wie man einen Simulator einrichtet. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und Sie schauen sich das nächste Video an. Auf Wiedersehen!